Ich habe geträumt von Festen, Bällen, Austern, Drogen, Alkohol, Wahnsinn und Exzessen. Ich war eine Perle auf einer Krawattennadel, eine Perle auf einer Krawattennadel eines Prinzen aus Djibouti. Hast du einen Zärtlichkeitsanfall? Du hast etwas zu verbergen. Lass dich nicht erwischen. Frauen spüren sowas. Ist noch was zu essen da? Du hattest heute schon 200 Gramm Fleisch. Das ist genug. Selbst Schäferhunde bekommen nur 200 Gramm Fleisch am Tag. Und du, kleiner Dackel. Ich bin jetzt müde. Müde, 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 müde. Ich bin plötzlich auch so müde. Du hattest ein schönes Abendessen? Und jetzt darfst du mich noch etwas belästigen. Mich beleidigen? Wenn ich komme, möchte ich ihn in Königshaltung sehen. Mein Gang von der Tür zum Tisch war doch lang genug. Dieser kleine Lümmel, der den ganzen Tag im Dunkeln hockt und jetzt dumm aus der Wäsche guckt. Wir machen ihm ein Glöckchen um, damit man hört, wenn er sich regt. So ein kleines, weiches, zerknautschtes Tier. Damit kann ich ja Schwierigkeiten kriegen. Tierhaltung in der Wohnung ist laut Mietvertrag verboten. Da müssen wir mal eine Mausefalle aufstellen. Jetzt wird er auch noch größer. Ich kann gar nicht hinsehen. Schämst du dich nicht? Pfui, aus, aus, aus. Hermann! Hermann! Der Psychiater wird sich etwas verspäten. Vielleicht möchtest du so lange mit dem Doktor über deinen niedrigen Blutdruck reden. Der Doktor ist Internist. Eine schöne Wohnung. Hat Ihr Mann etwas, an dem er besonders hängt? Da fällt mir nichts ein. Hängt er nicht an Ihnen? Wie meinen Sie denn das? So wie ich es sage. Mir hängt er, glaube ich, an seinem Hund. Gib ihm eine Idee. Mach ihm Hoffnung. Worauf? Da fällt mir nichts ein. Ich weiß nicht, woher du deinen grenzenlosen Optimismus nimmst. Morgen steht einer von uns da. Der Mann hat ein Recht darauf,
sich umzubringen. Biete ihm an, dass du für ihn springst. Das wird ihn überzeugen. Aber dazu bist du zu feige. Kann ich Ihnen was zu trinken anbieten? Bleiben Sie da, wo Sie sind. Wenn Sie einen Schritt näher kommen, mache ich Schluss. Bist du verrückt? Du kannst dich zu Tode stürzen. Ich springe für Sie. Ich meine es ernst. Ich springe und Sie gehen zurück. Einverstanden? Sie überschätzen Ihre psychologischen Fähigkeiten. Einverstanden. Springen Sie.